Zwei Ingenieure, zwei Familienväter, zwei, die in der Airport-Region geblieben sind. Ich vermisse hier nichts. Ich habe alles, was ich brauche. Es ist alles da. Auch sehr heimatverbunden. Meine Familie hier, meine Freunde, ja, die Wurzeln sozusagen. Ihre Unternehmen liegen in Sichtweite im Wirtschaftszentrum Wildhaus. Das eine, die Wildauer Schmiedewerke, sind ein klassischer Maschinenbaubetrieb. Das andere, Ahnecom Aerotest, gehört zur Branche der Luft- und Raumfahrttechnik. So unterschiedlich ihre Aufgaben tatsächlich sind, so ähnlich sind ihre Ansprüche und ihre Verantwortung für hochinnovative Prozesse. Beide haben an der Technischen Hochschule Wildau studiert und beide sind heute mit Mitte 30 verantwortlich für ein ganzes Team. Bert Krause bereitet mit seinen Kollegen einen Test für Turbomaschinen vor. Sie kommen in Flugtriebwerken zum Einsatz. Die Leistungs- und Schalltests entscheiden zum Beispiel darüber, wie viel Sprit ein Flugzeug künftig verbraucht oder wie viel Lärm es produziert. Der Job wird nie langweilig, weil halt jeder Kunde mit neuen Herausforderungen vor der Tür steht. Das ist das Spannende bei uns, denke ich. Christian Dinter fühlt sich besonders wohl in der Halle 80, wo der große Hammer steht. Das, was hier geschmiedet wird, können nur noch wenige weltweit. Zum Beispiel eine Kurbelwelle mit 4 Meter Länge und 2,5 Tonnen Gewicht. Die Schmiedeprodukte werden für Großmotoren hergestellt, in Lokomotiven und Schiffen wie der Queen Mary II, aber auch für große Tagebaubagger oder für Bohrgestänge auf Ölplattformen. Also mich reizen gerade diese großen Dimensionen. Persönlich reizt die Verantwortung zu haben für eines der größten Schmiedeaggregate in Europa. Ja, also mich da einbringen zu können. Ahnecom und die Wildauer Schmiedewerke gehören zur Airport-Region. Und rund um den Flughafen gibt es Chancen für viele Berufsgruppen. Ich würde eine Brücke schlagen wollen. Einmal von der Forschung, von der Entwicklung über die Produktion bis hin zur Wartung von Flugzeugen. Wir haben also einmal einen Bedarf an Ingenieuren und aber auch im Bereich der Fachkräfte, Fluggerätmechaniker, Fluggerätelektroniker. Okay, Motorstart in 3, 2, 1, jetzt. In der Messwarte läuft für das Team um Bert Krause der Countdown. Es beginnen tausende einzelner Messvorgänge. Verdichter werden aerodynamisch getestet und dabei Temperatur, Druck und Strömungen gemessen. Jeder Kollege muss sich dabei auf den anderen verlassen können. Auch für Christian Dinter geht es als Produktionsleiter darum, alle Prozesse im Auge zu behalten. Von der morgendlichen Frühbesprechung, über die Beratung mit den Kollegen in der Konstruktion, bis zur Information am komplett neu eingerichteten Messplatz. Ein Hightech-Arbeitsort, an dem gerade ein Kolbenteil auf seine Qualität geprüft wird. Die Airport-Region mit den drei Kommunen Königs Wusterhausen, Schönefeld und Wildau punktet durch diese Vielzahl an Jobmöglichkeiten. Mit Auto oder Bahn kommt man schnell von Berlin aus hierher. Und wir haben mit der Technischen Hochschule, so ein ganz wichtiges Thema, eine regelrechte Fachkräfteschmiede. Also für Unternehmen ist es in dieser Zeit, wo die Fachkräfte langsam Schritt für Schritt immer mehr knapp werden, gut, eine solche Hochschule in der Nähe zu haben. Die können immer junge, gut ausgebildete Leute rekrutieren. Und das ist wirklich eine Stärke dieses Standortes. Bert Krause und Christian Dinter sind nach ihrem Studium an der TH Wildau in der Airport-Region geblieben. Beide haben eine Familie gegründet und fühlen sich wohl hier. Mit ihrer Arbeit, mit ihren Hobbys, mit dem Häuschen und den Kindern.